Zurück am schönen Old House mit Old House Problems. Im Hintergrund ist ein Laubbläser, aber mal gucken. Da oben regnet es irgendwo rein und in diesem Fenster gehe ich mal hoch gucken. Mal sehen, was die Dachrinne sagt. Nur, dass die Dachrinne doof ist. Auch der Water Heater, also der Heißwasserboiler, der soll wohl kaputt sein in dem Haus. Schauen wir es uns mal an. Hausmeister unterwegs. So, jetzt sind wir in einem Keller. Und das ist auch ein altes Haus gewesen. Und muss man ein bisschen renovieren, wenn man den alten Main Beam hier sieht. Der auch sozusagen eigentlich mehrere Beams sind und gesistert heißt das, also nebeneinander. Da mussten wir hier noch ein paar neue Columns einziehen. Weil das hier alles ein bisschen weggebrochen ist. Aber der Statiker hat gesagt, alles fein, kein Problem. Und wenn das der Statiker sagt, dann ist es doch mal okay, ne? So, wir haben hier vier neue Beams einziehen lassen. Die Mieter haben hier echt alles vollgestellt. Das ist unglaublich. Eigentlich sollen sie den Keller gar nicht nutzen, aber sei es drum. So. Es sind eigentlich drei Apartments hier in dem Haus. Aber das ist konvertiert zu zwei Apartments. Also das sind die Electric Panels für das gesamte Haus. Apartment 1, Apartment 2 und Apartment 3, was es gar nicht gibt. Und dann haben wir hier noch eine deutsche Neuerung. Das für die amerikanischen Mieter will was ganz was Neues. Wasseruhren. Weil hier gibt es noch eine Hauswasseruhr. Und das Problem bei Hauswasseruhren ist, die gehen auf den Eigentümer. Und das bedeutet, wenn der Mieter sein Wasser nicht bezahlt, dann geht es an den Eigentümer und das sind dann faktisch Steuerschulden, die pfändbar sind. Das heißt, die können dir, weil die Mieter das Wasser nicht bezahlen, können sie dir das Haus pfänden. Und um dem vorzubeugen, zahlen wir als Management Company das Wasser fürs gesamte Haus und legen das dank dieser deutschen Innovationen hier einzeln auf die Mieter um. Hat ein bisschen gebraucht, bis sie verstanden haben, wie das funktioniert. So, warum bin ich hier? Die Mieterin hatte sich beschwert, dass das Wasser im Badezimmer schlecht ablief. Kann man sich jetzt streiten, ob das ein Problem der Mieterin ist oder meins, aber ich gucke erstmal, dass es meins ist, also dass wir uns darum kümmern werden. Dann habe ich meinen Lieblingsplumber, also meinen Gaswasserschadensspezialisten angerufen. Der hat das Ganze leer gemacht. Und bei der Gelegenheit hat die Mieterin ihm gesagt, dass das Wasser die letzten Tage auch nicht warm wird. Die letzten Tage, kurz zur Information, waren es hier Grad Celsius, so minus 2, 3 Grad immer, 4 Grad. Und da wäre warmes Wasser schon cool. Dann ist der Plumber im Keller und hat gesagt, ja, dein Water Heater geht nicht und den müssen wir ersetzen. Und bevor ich sage, wir ersetzen sowas, gucke ich es mir doch selber erstmal an. Kommt mal mit. So, mehr Licht. Hier haben wir die hervorragenden Heizungen. Das ist Gas und das ist Heißluft, Umluft. Über die Verkabelung würde jetzt hier mal nichts sagen, beziehungsweise über diese professionelle Trockenheizung.
verhungert hier. Sei es drum. Gut. Und bei der Mieterin reden wir vom Apartment 1. Das ist dieser Water Heater. 29. September 2012 installiert. Das ist ein Gas Water Heater. Gucken wir mal, der Hahn ist offen und hier unten ist der Pilot. Aber der Pilot ist da grün. So, der ist on. Und der ist so heiß. Was soll hier kaputt sein? Hier ist nichts kaputt, Freunde. Da wollte der Flammer wieder Umsatz machen. Ne? Das muss ich jetzt mal korrigieren. Und zwar ist es nicht gut. Lass mal anschauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dass ein Fehler kommt. Das sind hier. Jetzt. Jo. Dann gucken wir mal. Was sagt er denn? One flash. Three. LED on continuously. Und hier haben wir die Status. Dort muss ich sagen. Five flashes. Also doch kaputt. Also ein Replacement von so einem Ding hier kostet ca. $1200. Das heißt, das ist ja nichts weiter als eine zwei Tauchsieder, beziehungsweise in dem Fall eine Gasflamme unter einem Wassertopf. Und von daher $1200 finde ich ein bisschen viel. Also probiere ich ja erstmal selber zu reparieren, bin ja cheap. Cool. Ich wurde gefragt, warum ich das alles selber mache und nicht jemanden schicke. Ganz einfacher Grund, das hier kenne ich alles nicht. Und das will ich lernen und verstehen, weil wenn ich hier einen Handwerker reinschicke und der mir was vom Pferd erzählt, dann habe ich das lieber schon mal gesehen. Und erstens lerne ich gerne mal zu. Zweitens kann man alles davon YouTuben. Und drittens, wenn ich der Meinung bin, ich komme hier nicht weiter, zum Beispiel bei Gas und ähnlichem Kram, dann kann ich immer noch jemanden anrufen, oder? Und deswegen mache ich das erstmal selber. Property Management, do it yourself. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ein Blinky. Ein Blinky. Ein Blinky. Riecht es nach Gas? Nö. Eine Flamme haben wir auch. Und daher kein Problem. Dann gucken wir uns mal die Filter an und gucken mal, wie die ausschauen. Zum Vergleich, alter Filter, neuer Filter, kann man das sehen? Und wenn ich meine, dass der vorhergehende Eigentümer an allem gespart hat, der hat weder solche Sachen hier gewartet, nee, er hat es noch schlimmer gemacht. Diese Filter waren auf beiden Seiten schwarz. Was heißt das? Er hat sie einfach umgedreht. Wie cheap kann man denn sein? Unfreaking fassbar. Jo, Filter raus, neue Filter rein. Ekelhaft. Ja, die Mieter haben Hunde und das ist der Return Vent. Das heißt, er zieht die Luft wieder an und bläst dagegen und filtert die wieder raus. Und das haben wir dann da drin. Wahnsinn.
Jo. Was gibt's hier unten noch Spannendes? Das sind die Träger, die habe ich schon mal erwähnt gehabt. Da haben wir 4 Stück von eingebaut. Weil das alles in der Mitte ziemlich nach unten hing. Eins. Das ist ein alter. 2, 3, 4. War auch ein super Kaufargument, um dem Verkäufer zu zeigen, dass sein Haus gar nicht das wert ist, was er möchte. Klassische Sump-Pump. Hier haben wir die Humidifier. Hier ist wieder aus. GFCI. Der geht. Und der hier. Trip sofort. So weit, so gut. Das gefällt mir nicht. Warum trippt denn der? Old House, Old House Problems. Sump Pump kaputt. Gucken wir uns das Ganze an. Also, hier haben wir die Humidifier stehen. Der hat einen Gartenschlauch dran. Der läuft hier in die Sump Pump. Und dann haben wir hier noch professionell das Kabel hier. Das ist Kondenswasser von der Heizung. Und genauso dieses Kabel oder beziehungsweise dieser Schlauch. Und es geht auch hier rein. Und wenn hier unten drunter eine Überflutung ist, dann sollte eigentlich diese Pumpe hier unten anspringen. Und dieses Wasser, was hier steht, abpumpen. Tut's ja aber nicht. Dreck. Unglaublich. Der vorhergehende Eigentümer hat gar nichts gemacht, aber hätten wir das nicht alles eingepreist, würde ich mich jetzt ärgern. Also wir haben im Kaufpreis schon eine Menge abgezogen, weil das war schon ersichtlich, dass der nichts gemacht hat. Aber damit müssen wir dann eben jetzt dealen, beziehungsweise ich als Handwerker und Hausmeister. Merke, neue Sump-Pump bestellen. Oh, ich bin zu groß für diesen Keller. So, Heizung funktioniert. Das ist okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dreck. Zum Vergleich. 1. Flamme anrufen, neuen Wasserheizer bestellen. Gaswasserheizer, 40 Gallonen. Fantastisch. Geil, oder? Guck mal hier. Oh, diese Rohre. Das ist echt eine Frage der Zeit. Aber was nicht kaputt ist, wird nicht repariert. Ganz einfach. Weiter geht's. Gut, dann sind wir damit durch. Hey, Little Dog. Und so ein Deck hier, solche Treppen. Was würde sowas in Deutschland kosten? Also Betonfootings, neue Treppen, gibt mal einen Preistipp ab. Schaut gut aus. So, eigentlich ein ganz nettes Häuschen, oder? Den mal noch total hinkriegen. Ja, sieht ja gut aus.
zwei Apartments, eigentlich drei, konvertiert zu zwei. Ja, nice.